Ein herzliches Grüß Gott aus Landschach St. Valentin. 2000 Besucher kamen und konnten das legendäre Bärentreiben am Faschingdienstag mitverfolgen. Die mitwirkenden Faschingsgruppen hatten auch heuer wieder tolle Themen und aufwendig gestaltete Wagen für die Besucher parat. Ja, heute war es wieder mal wunderbar, muss ich sagen. Aber der Glück haben wir natürlich auch gehabt. Heute am Faschingdienstag Vormittag hat es geschrieben wieder was. Und heute Nachmittag ist natürlich, hat der Herrgott oben geschaut auf uns und ist ein wunderbares Wetter eigentlich, wenn fürs Bärentreiben kein Wind. Wunderbare Temperaturen, also gerade richtig, muss ich sagen. Wie viele Besucher habt ihr gehabt? Ja, es sind circa, sagt man heute, es sind immer so rund um 2000, 2500 Besucher circa. Heute circa 2000. Das Bärentreiben hat eine sehr lange Tradition im Ort und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagnet. Somit gehört diese Veranstaltung sicher zu den schönsten im südlichen Niederösterreich. Und ich muss auch noch dazu sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass wir die Bären haben. Also das heißt, die Bären treiben, da haben wir drei Bären mit Treiber. Und dann haben wir auch das Zegelweib mit Fleischhocker. Das sind halt die Urgruppen eigentlich, von Haus aus, die Musikanten. Nicht? Früher sind sie von Haus zu Haus gegangen und jetzt haben wir halt Wegen und fahren von Landschaft nach Valentin. Früher sind sie von Valentin nach Landschaft, so jetzt von Haus zu Haus gegangen und die Musik reingespielt, die Bären reingereint und das Zegelweib und der Fleischhocker hat die mit Arschock gesammelt fürs Malerl, fürs Bärentreibermalerl. Und so ging es vom Ortsteil Landschach hinunter nach St. Valentin zum Peter-Johann-Platz, wo sich dann der Ultra-Extremsportler Felix Ed Baumgartner auf sagenhafte 40.000 mm hochfahren ließ. Woher kommt der Brauch vom Bärentreiben überhaupt? Ja, das Bärentreiben, das gibt es bei uns eigentlich schon von Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. So vor dem Ersten Weltkrieg haben sie schon angefangen. Das Bärentreiben hat das immer wieder schon geheißen, weil eben der Bär und der Treiber mit Leil, also mit dem Säu, hat den Bär gehalten und hat den Mullen gehalten, aber der Bär ist immer wieder durchgegangen und auf die Kinder und das hat sich so entwickelt mit dem Zegelweib und mit Fleischhocker, der was dann natürlich für die Bauern immer angesammelt hat, dass es eigentlich was zum Essen gibt. Wenn sie mal 50.000 Meter auf die Zahn machen, sind sie nicht einmal durchspringen draußen. Gibt's ja nicht. Jetzt haben wir den DJ Kerni vor der Kamera, gehört auch zum Inventar, zum Bärentreiben. Wie war die Veranstaltung für dich? Ja, ich glaube, beides ganz super gereint wieder, besonders die Motorsportfreude waren auch super. Ich mag es seit Jahren schon, da unter dem Hauptplatz, dann die Musik und so weiter, dass der das Ganze ansagen kann. Ja, ich glaube, eine gelungene Veranstaltung wieder. Das Wetter hat nicht so mitgespielt heute, aber es hätte schlechter sein können. Großes Finale am Peter-Johann-Platz. Hochwürden in fescher Begleitung und rosa Schweinchen. Gespanntes Warten auf den Ultra-Extremsportler Felix Ed Baumgartner. Ja, der Auftritt von Felix Baumgartner heute war natürlich ein Highlight, glaube ich, in unserer ganzen Bärentreiber-Geschichte, muss ich ehrlich sagen. So etwas Atemberaubendes, glaube ich, haben wir in St. Valentin, glaube ich, noch nie gehabt. Und ich glaube, das gehört ja normalerweise auf der ganzen Welt ausgestrahlt. So etwas sehen sie, glaube ich, meine in Amerika, glaube ich, gar nicht ganz. Bei uns bei EchtZTV sehen sie es sehr wohl auf der ganzen Welt. Wir sind ja ein Internetsender und senden weltweit. Sehen wir das auf der ganzen Welt? Das sollen doch mal alle sehen, was wir Valentin eigentlich da am Boden stellen. Ja, wir fehlen selber die Worte, weil 40.000 mm in Grafenbach zu schaffen, glaube ich, hat noch keiner gemacht. Das ist, glaube ich, ein neuer Gemeinderekord. Wir haben zwar ein bisschen Probleme gehabt auch beim Aufstieg, hier und da mit der Kommunikation, das haben wir aber super gelöst. Der Joe Kittinger ist immer hinter mir gestanden, der hat das immer wieder tadellos hingebracht. Wie ist denn die Luft da in Landschaft da oben, wie ist das? Ich muss da ehrlich sagen,
Unter dem Aufstieg habe ich eigentlich überhaupt kein Problem gehabt mit dem Ganzen. Der Ausstieg war dann ein bisschen schwierig. Und dann haben wir gedacht, wurscht, ich nehme mal den Fallschirm runter und dann steige ich aus und dann schaut die ganze Welt von Peter-Johann-Platz in St. Valentin sehr schön aus. Naja, Springer war heute nicht möglich, weil du musst rechnen mit den ganzen Wetterschichten, wo es jetzt im Umlauf sind, mit Schneefeuer und was immer so ist. Wir haben im Ballon nicht launchen können, aber wir versuchen es in 5 Tagen wieder.